Willkommen zurück zu Folge 2. Let's play The Layers of Fear. Mhm. Und ihr werdet euch vielleicht wundern, letzte Folge haben wir in der Küche aufgehört. Jetzt sind wir wieder auf einmal hier im Kinderzimmer. Wir haben erstmal, wo wir beendet haben, mitgekriegt, dass dass es immer Speicherpunkte gibt. Deswegen muss man das normal machen, aber da habe ich etwas Kleines entdeckt. Und zwar, wir lassen das jetzt einfach mal laufen. Und ich habe gewundert, warum die Kamera so zur Seite schwenkt. Dann habe ich einfach mal gedrückt gehalten vorhin. Ich weiß nicht, was passiert, aber es war komisch dann. Du guckst Richtung Bett, ne? Achso, ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas. War das so... Ach, guck mal, jetzt aber zu Ende. Ich dachte, wir haben jetzt unser Kind geweckt oder sowas. Ganz großes Kino. Ja, hätte ja sein können, dass da was passiert. So, aber wir haben nämlich beim letzten Mal auch einen Brief übersehen, einen kleinen Zettel, den wir uns jetzt natürlich nochmal durchlesen werden. Und das Ruckeln müsste aufwärts sein. Grafik ist jetzt zwar nicht mehr ganz so voluminös, aber ja. Kann man nicht mehr ändern. PC ist halt nicht mehr so der neueste. Wo war denn das gewesen? War das hier irgendwo drinnen? Nee, warte mal, der lag doch draußen. Na toll. Ach, hier, oder? Nee. Da hinten auf dem Tisch? Also, wenn die jetzt auf rechts. Dem hier? Nee, auf dem großen da. Ach hier, warte mal. Nee, das war hier. Pesky Pests. Wo war denn das? Oh, Schlüssel benutzt. Nee, hier will ich noch nicht rein. Ach, die jetzt im Keller waren wir auch noch nicht, siehst du? Oh mein Gott. Naja, gut. Da war sowas in der Art so von wegen, tut mir leid, wegen letzter Nacht und bla und blub. Irgendwie sowas. So, und jetzt sind wir wieder in unserer heißgeliebten Küche. Da liegt auch ein Zettel. Stimmt, ich habe dir Essen hingestellt. Dachte mir schon, dass du die ganze Nacht wach bleibst. Also habe ich dir eine kleine Leckerei gemacht. Weißt du, ich wette selbst, ein Rembrandt hat ab und zu eine Pause vom Brillantsein gemacht und wie der Rest von uns gewöhnlichem Pack einfach geschnarcht. Ich weiß schon, japs. In anderen Worten, geh endlich mal schlafen, du Trottel. Ich liebe dich. Ah ja, könnten auch deine Worte sein. Du Trottel! Ja. Gut. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Ich guck mal rein hier. Schöne alte Eisen. Irgendwo ist die Hexe drinne. Was? Irgendwo ist die Hexe drinne. Im Ofen. Braun wie Brot. Ja. Aber es ist jetzt mein Einsatz, wo ich hätte lachen sollen. Richtig. Oh, du wirst es nie lernen, ja. Ey. Einfach mal so tun, als ob du es. Genau. Rote Äpfel. Kommt das jetzt eigentlich schon? Nee, ne? Das kam ja später, diese eine bestimmte Stelle. Die Weintrauben sehen lecker aus, muss ich sagen. Hätte ich noch einen Zettel.
Farben Goldrosa, gebranntes Umbra, Sienna, Pinsel, 25 Stück, Lufterfrischer, 50, Äpfel, 10 Kilogramm, Schnaps mal 30. Ich wollte den Schnaps, wollte er nicht zeichnen. Das ist aber wie deine Einkaufsliste immer. Annähernd, ja. Ja. So. Okay, dann sind wir hier durch. Aha. So, wo gehen wir zuerst hin? Das Zimmer da oder in den Keller? In the kitchen. Kitchen ist Küche. Ja. Ins Basement. Ach, hier ist doch schon das... Nee, warte mal. Wir gehen erstmal runter, okay? Ja. Keller ist ja eh immer sehr schön. Guck mal, können sogar Licht machen. Das ist alles halb so schlimm dann. Wurde das gerade dunkler? Hast du gezockt? Nein, aber ich muss mich gerade an die... an den Spruch von Gronkh erinnern. Hört sich so an, als wenn die Holzbeine haben. Die Ratten. So. Weil die da so lang pochern. Ja, schöner Keller. Schön groß. Und warum sind hier überall Kerzen aufgestellt? Das sieht aus wie so ein Altargang hier oder so. Findest du den niedlich? Ich habe nichts gegen. Es kommt da raus. Aber nicht aus wie Wasser. Ich mach mal wieder zu, ne? Ja. Frisch gezapftes Blut. Aha. Siehst du, so hängst du auch immer am Fenster, wenn ich zu dir komme. Ja. Ist auch immer so. Hallo. Dann rufe ich dich schon von... Oh ja, das ist immer beiden. Besonders peinlich. Hallo, Pü. Kaffee ist schon fertig. Stehe ich nackt am Fenster. Oh Gott, oh Gott. Nee, mit dem Grün. Doch, ja. Was haben wir denn hier? Zeugnis, lesen 3. 3, 4, 5, 3. Schreiben 4, 2, 3, 4. Mathematik 5, 4, 5, 3. Wieso gibt es da so viele Zensuren? Wissenschaft, Gesundheit 3, 4, 3, 5. Sozialkunde 4, 3, 5, 4. Kunst 1, 1, 2, 1. Musik 2, 1, 2, 1. Sport vom Unterricht entschuldigt. Notendurchschnitt 4, 4, 4, 3. Ist aber im künstlerischen Dasein sehr begabt. Aber von wem ist das Zeugnis? Von uns oder von unserem Kind? Oder von der Frau? Wir haben hier eine schöne Sonnenbrille. Und ein zerstörtes Bild. Zerstört. Gut, dann haben wir hier auch alles durch, oder? Im Keller. Oh, und hinten in der Ecke, ja, ne? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Ich glaube, da waren wir aber. Dann geht's auch nicht weiter. Hast du schon ein bisschen Angst, nee, ne? Ja. Ja. Ja, oh mein Gott. Ich grusel mich gar sehr. Richtig. Das wird dir noch vergehen. Fräulein. Achso. Wohl eher dir. Nee. Ich glaube, jetzt geht's nämlich los hier. Du bist doch immer der Zucker. Siehst du, jetzt kommen wir nämlich nicht mehr raus. Jetzt geht es los. Und dann kann ich mich eigentlich auch schon gar nicht mehr dran erinnern.
Na komm, mach einen Spruch. Sagen? Nee, ich dachte, du willst einen. Nee. Was ist denn das hier? Alles so eine Gemälde und dann hier so einen komischen Dinger, ja. Ah ja. Das sollte für die Nacht reichen. Ach, hier habe ich noch, falls es doch nicht reicht. Na. Bleibst du wohl oben? Hast du eine bestimmte Lieblingsschnapssorte? Außer Mibellenlikör? Oh Gott. Nee. Ah, guck mal. Das ist doch mal... Wie bei dir, wenn du dein Genie auf Papier bringen möchtest. Ja, ja. Ja. Er hat ganz schön rumgesaut hier, oder? Also bei mir würde das ja nicht so aussehen. Vielleicht ist das ja auch seine Wuthöhle. Das kann natürlich sein. Okay, hier ist ein einzelner Pinsel drin. Und... Was war das hier? Was ist denn heute? Nicht, eine ganz kurze Unterbrechung. Nicht, dass das deine zwei Freunde... Meins. Meins. Willkommen zurück. Kurze Unterbrechung. Der Postbote war da. Und hat den... Oh, was steht denn da? Gerrit... Mach's diesmal richtig. So, ja, sollen wir? Wollen wir? Verloren. Du verdienst es. Beende es. Ich will es aber nicht beenden. Achso, das Bild soll ich beenden, oder was? Ah, komm, was soll's. Was soll mir diese Musik jetzt gerade sagen? Ich sehe ein angefangenes Bild. Etwas Blut. Da drauf. Und wenn wir jetzt den Raum verlassen, wird die Pü nicht mehr dieselbe sein. Ja. Ich sagte es ja. Okay. Jetzt geht der ernste Teil des Lebens los. Gleich geht die Tür bestimmt zu. Bam! Aha, aha. Okay. Ach, guck mal, hier liegt das Dorian Gray Buch. Oh Gott, das ist ja so ein typisches Spiel, wo wenn man sich umdreht, steht irgendwas oder ist irgendwas, ne? Aber sowas hasse ich ja eigentlich wie die Pest. Und wir sind jetzt in einer Parallelwelt. Das Zimmer kennen wir aber nicht. Oh, ist das dunkel. Hey, kann man nichts machen? Ah ja, schön. Was wohl hinter dem Vorhang ist? Ich muss noch lesen, was da steht. Out of reach. Just out of reach. Aha. Das heißt nochmal reach. Ich denke gerade an Peach. Ne? Prinzessin Peach. Out of Peach. Oh, guck mal hier. Ist das eine Frau? Sieht irgendwie tot aus. Ah. Ach nö, Pü. So, würde ich sagen, reicht für die Folge, oder? Ist ja gut jetzt. Ist ja jetzt genug gespielt. Wieder. Ach, wie schön. Ein ganz anderer Raum. Und geht zu. Ja. Naja, zum Glück kann man hier nicht sterben, glaube ich.
nicht? Ich weiß nicht. Ach doch. Ein Bild. Von mir. Ja. Lassen wir einfach mal so gelten. Ach guck mal, jetzt regnen die Erfolge hier. Das heißt, das Sammeln, Sammeln, Sammeln. Ganz viele Sachen sammeln. Going in a circle. Im Kreis gehen. Ja, war da nicht gerade irgendwas zum... Doch. Achso, sich im Kreis drehen. Soll ich mal machen? Na, jetzt denk. Eine alte Pfeife. Wenn ich Opa bin, möchte ich auch so eine Pfeife haben. Na, ist ja nicht mehr lange. Oh, was steht da? Merkt euch das Datum. Wünschen sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauung am Samstag, den 9. Juni in der St. Lukas Kapelle um 14 Uhr. Das war doch irgendwas mit dem Datum, ne? Samstag, 9. Juni, 14 Uhr. Kannst du das irgendwo notieren? Hallo? In deinem Handy vielleicht? 9. Juni, 14 Uhr. Samstag, 9. Juni, 14 Uhr. Ja, kann ich mir merken. Und dann steht mal da, wie war denn das nochmal? War das hier? Nee, ne? Nee, das war hier nicht. An die Stelle kann ich mich noch erinnern. Ach, hier ist ja wieder der. Hast du ihn genannt? Ah. Ach hier, 854. 854. Hallo. 854. Machen wir gleich. Hoch. 8, 5. Plupp. Die Vergangenheit hält zurück. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Nein. Der Ring, der lag übrigens auch vorhin, wo wir, also in dem Haus, in dem normalen. Jetzt wieder dieses komische Bild. Ach, ist es hier offen? Ah, nee, es war ja. Oh mein, kann man noch zurückgehen? Nee, ne.